Aline. Hallöchen, meine lieben Freunde. Und damit darf ich jetzt auch noch gefahren. Let's play The Legend of Zelda Twilight Mr. D begrüßen. In der letzten Folge, die wahrscheinlich viel zu kurz war, sind wir hier stehen geblieben und sind gestorben. Und ich hab fast die Geduld verloren. Aber jetzt sind wir wieder hier. Haben uns beruhigt. Eigentlich habe ich mich sowas von überhaupt nicht beruhigt. Aber wir sehen... Geh weg! Wir kommen jetzt schon etwas besser voran als vorher. Ich weiß es nicht, warum. Vielleicht, weil ich gerade ein... Jetzt habe ich, glaube ich, verkackt, ne? Nee, habe ich nicht. Darüber. Darüber. So. Nein! Nein! Dann halt doch! Und jetzt hier, Link. Einfach. Ganz normal. Geradeaus laufen. Danke. Was ist hier drin? Für was? Wo hat sie uns jetzt hingeschickt? Ist da der Schlüssel drin? Kompass. Okay. Achso, ich muss... Hä? Ich muss nach oben? Hä? Kann ich hier... Greifhaken? Maybe? Jetzt ist der Wolf verwirrt. Kommen wir zum Anfang zurück. Wir haben keine Pfeile mehr. Ich brauche es aber nicht den Bogen, oder? Wo kommen wir nochmal her? Ich habe das schon wieder irgendwie voll verdrängt. Von hier. Was ist denn, wenn wir... Oh, ich hasse diese Dinger! Weißt du, ich meine, die sind eigentlich schwer zu besiegen, aber die kosten einfach so viel, wenn die sich einfrieren! Ach ja, das ist das, was von dem Teil versperrt wird. Genau. Ja, das ist genau diese Tür. So, bevor jetzt die Wölfe... Ja, ist genau diese Tür. Okay, gut. Das heißt da ja immer nicht durch. Alet, claro. Kommissaro. Oder so. Okay, ich denke, wir sind da schon richtig. Ich habe wahrscheinlich mal wieder irgendeine winzige Kleinigkeit übersehen. Warum liegt hier eine Kanonenkugel? Achso, war die hierhin gefeuert. Ja, okay, das ergibt natürlich auch Sinn. Okay. 6½ hours later. So, ich war jetzt mal eben so frei und habe ein bisschen in die Komplettlösung... Alter, Leute, ein bisschen in die Komplettlösung geschaut und dann habe ich erfahren, dass es hier als Wolf noch Dinge gibt, die wir jetzt mal eben freilegen und so. Und ja, ich bin echt... Ich hatte echt eine lange Pause, okay? Sorry, Bro. Ich... Bitte. Hört doch auf, mich alle einzufrieren und zu töten. Oh, Mann. Ey, langsam werde ich hier echt zum Wrack. Zum seelischen Wrack. Eure Pause war einfach nicht gut. Das ist jetzt ganz offen, endlich. Mach's auf. Schlüssel. Wuhu. Da hinten ist auch noch irgendwas. Okay, da soll irgendeine Tür mit aufgehen. Die da drüben. Nee. Hä? Ach, die ist zu. Und da sind die Kuh. Ja. Okay. Mein Gott. Was? Nee, heute ist einfach irgendwie nicht der Tag fürs Aufnehmen. Irgendwie ist heute pommisch. Pommisch, komisch, dommisch. Okay. Ah. Cooler Vorleuchtung, bra. Du solltest es eigentlich nicht wegwerfen, Link.
Muss ich das zuerst aktivieren? Okay, dann tun wir das nach draußen. Ich muss es aber nicht jedes Mal raus und wieder rein und wieder raus und wieder reinlaufen, oder was? Alter, als ob, ist das nervig. Minimal nervig und minimal unnötig. Danke, Spiel. Danke. Also die Aufnahmesession macht bis jetzt nicht so mega viel Spaß. Okay, dich kann ich damit nicht killen, aber ich kann die zweimal drehen. Ich glaube nicht, dass ich ihn damit killen kann. Ich habe jetzt drei Kugeln erhalten. Ich denke mal, wenn wir genau drei Kugeln erhalten haben, werden wir auch genau diese drei Kugeln benutzen müssen. Die Frage ist jetzt, wie, wo? Ich will nicht zum Wolf werden. Lass mich in Ruhe mit. Nein, ich verdrück mich. Laden. Bin. So. Einmal haben wir hier was Wundertolles gefunden. Oder muss ich doch auf dieses Drecksviech... Muss ich das doch auf dieses Drecksviech feuern? Könnte halt theoretisch irgendwie schon auch sein. Ich weiß nicht, ob das geht. Jetzt gucken wir mal, ob wir das auf das Drecksviech schießen können. So, Drecksviech. Du liebes, tolles, nettes Drecksviech. Okay. Laden und schießen. Okay, wir können das Drecksviech damit doch killen. Drecksviech ist tot. Wisst ihr was? Ich schenke euch jetzt absolut keine Beachtung mehr. Nö, nö, tschüss. Ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. Okay? Der Fug. Hey. Ich hab Low Life. Hilfe! Okay, da oben sind... Moment. Da oben sind Dinge mit dem Greifhaken. Das ist nicht zum Spaß da. Wow. Okay, Moment. Er kann auch nach oben schießen. Ich werde da reingeworfen. Ich habe schon wieder vergessen, die Stoppuhr zu starten. Keine Ahnung, was ich tun soll. Ja, okay, gut, das ist Zelda. Ich bin deutlich schlechter als vor dieser einmonatigen Pause. Kann das sein? Ich habe halt auch nur drei scheiß Herzen. Ich hole mir jetzt Suppe. Ah! Hi! Jetzt echt nur zum Wolf geworden, dass ich nicht in diesem Drecksschnee einsinke. Ich nehme jetzt zwei Gottverdammte. Was ist da unten eigentlich? Auch irgendwas, ne? Die Gruppe sagt jetzt irgendwas eins. Wasin! Ach, hier ist die Tante. Tanti. Hi, Tante. Ich weiß noch nicht genau, für was oder wann ich dich benutzen werde, aber hi. Ja, ja, Tante. Ich weiß. Warum erklärt mir nicht in jedem Dungeon, oder wie ich diese dumme Fotze benutzen kann? Ja, ja. Du mich auch. Normale Suppe. Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Verdammte Scheiße. Bist du Messer? Ja, nein. Wie kommt der da drauf? Ich bin total gut drauf. Ich war noch nie so glücklich. Ja, es fehlt noch irgendwas. Das finde ich auch noch. Bestimmt, weil mich deine Frau jetzt erstmal zu
den scheiß Zutaten holen schickt, anstatt zum Schlüssel. Ich wäre, die weiß, wo der Schlüssel ist. Die ist nur zu faul, die Zutaten zu holen. Dumme Fatze. So. Ich mache eben das Lampenmüll voll. Und dann füll den Scheiß noch. So, jetzt können wir insgesamt 8 Herzen wieder herstellen. Nice, oder? Ich bräuchte Pfeile. Ich hab keine Ahnung, wo Pfeile. Warte mal, da drüben ist noch zu. Alles klar. Dann gehen wir doch nochmal zu den lieben Zwischenboss. Mal gucken, ob ich irgendetwas gegen ihn ausrichten kann. Natürlich sinke ich genau dann ein, wenn die Wölfe kommen. Jungs. Jungs, ich bin gerade etwas mad. Danke. Okay. 2000 years later. Okay, ich weiß, wie er geht. Wir müssen zum Rücken. Okay. Moment. Ja, wo? Mann, fick dich! Du blödes, elendiges Hurensohnviech, stirb einfach! Vor allem, hier steht, ich kann ihn mit dem. So schnell kannst du dich niemals drehen! Gott! Wer soll denn diesen scheiß Schwanz sehen? Ohne Witz! Ah. Oh, Morgenstern. Da. Nehmen wir einen Scheiß mit. Ich weiß zwar nicht, wie er so einen riesen Morgenstern werfen will, weil der einfach zweimal so groß ist wie Link. Aber okay. Ja. Genau. Link hat so viel. Okay. Was ist jetzt hier drin? Ein Stück Scheiße oder was? Alter. Oh cool, ich kann den Morgenstern benutzen. Toll. Ziegenkäse. Yay. Schon wieder etwas zu essen? War doch klar, die war so unsicher. Es musste ja kommen. Ja, Mensch. Ich werde die verarschen. Ich werde die verarscht uns nach Strich und Faden, dieses elendige Drecksviech da. Wette ich mit euch. Wette ich. Okay. Wir bringen das jetzt eben zurück und dann beende ich die Folge. Ich habe halt auch keine Ahnung, ob die jetzt auch schon wieder zu lang war oder whatever. Wir können hier nicht. Wir können jetzt hier also immer alles aufmachen. Das wird ja noch. Werde uns bestimmt noch recht praktisch werden, das ganze Eis aufzumachen. Alter, please. Ich will hier einfach vernünftig laufen können. So. Ich bring die Scheiße kurz deinem Mann und dann schrei ich dich nochmal an, dass du so dumm und fett und hässlich bist. Ah, oh, bin ich mad. Alter, bin ich mad. Hier, scheiß Ziegenkäse. Hm, da fehlt doch das gewisse Etwas. Riecht gut. Was hast du denn da? Oh genau, das hat mir für die Suppe noch gefehlt. Es muss nur noch eine Weile kochen, dann ist sie fertig. Probier mal. Toll. Luxussuppe, sie riecht nach Käse. 8 Herzen. GG. Ja, GG. So. Dann hören wir jetzt hier auf und dann hören wir uns in der nächsten Folge an, was wir als nächstes holen müssen. Oder wo wir als nächstes hin müssen. Wie viele Räume gibt es noch? Es gibt noch 2 Stockwerke. Ich freue mich schon, die anderen Stockwerke auch noch zu besuchen. Und bin gespannt, welche leckeren Zutaten wir noch finden für diese scheiß verdammte Suppe. Weil anscheinend ist keines einzige Mal, was sie sagt, wirklich richtig. So.
Wir speichern das hier und ich höre dann an der Stelle auch auf mit Let's Play und mit dem Aufnehmen, weil ich, nee. Nee. So. Also ich höre es nicht, der Kanal wurde jetzt nicht geschlossen, nur die Aufnahmesession ist jetzt vorbei. Nicht, dass hier irgendwelche falschen Dinge entstehen. Gut! Da würde ich aber sagen, wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, würde ich sehr einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Links zur ersten Folge und zur Playlist des Projektes unten in der Beschreibung und auch alles zur Schmiederlinks. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ja, was gibt es noch zu sagen, außer tschüss, silly. Shh.